Sie werden sich wundern. Aus Deutschlands ungewöhnlichster Rateshow zeigen wir Ihnen das Erstaunlichste. Hier ist der Mann, der die Wurst ohne Brot isst. Und das ist kaum zu glauben. Hier ist Kai Pflaume. Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Oder moin, moin. Wie ich hier als adoptierter Schellfisch sage. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Kaum zu glauben hier im NDR Fernsehen. Die Stimmung hier im Studio kocht schon über, weil unser Publikum natürlich in freudiger Erwartung ist. Einmal auf die spannenden Geschichten, die wir Ihnen auch heute wieder präsentieren werden. Aber natürlich auch gespannt ist, was unser Rateteam heute so erreichen wird. Unser Rateteam auch heute wieder bestens besetzt, ausgezeichnet. Die besten Leute überhaupt, die wir uns vorstellen konnten. Ja? Hier sind Bernhard Hoeker. Guten Abend. Hubertus Meyer-Burkhardt, Stefanie Stumpf und Jörg Hilaber. Guten Abend! So, und damit sind wir bereit. Wir können loslegen. Unser erster Gast ist Peter aus Berlin. Herzlich willkommen. Peter, grüß dich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Peter Hertel hat eine unglaubliche Geschichte erlebt. Seid ihr bereit? Ja. Habt ihr genauso viel Lust wie ich? Ich bin so gespannt. Und Sie auch, meine Damen. Gucken Sie auf Peters unglaubliche Geschichte. Hier ist sie. Es kommt aber von Herzen. Das kommt aber von Herzen. So, ist wieder ausgeblendet für alle, die mitraten wollen. Peter, Bernhard Hoeker beginnt. Und der Hinweis, Bernhard. Das ist übrigens immer der spannendste Moment, finde ich, vor jedem. Der Hinweis lautet, Peter war in aller Munde. Peter auch lachen. Hallo Peter, hat das etwas mit deinem Beruf zu tun? Nein. Ein Hobby? Ja. Hast du eine Erfindung gemacht? Nein. Ist es eine Tätigkeit? Nein. Hat es etwas mit dem Mund zu tun? Nein. Gab es schon ein Ja eigentlich? Hat es was mit allen zu tun? Nein. Nein. Heißt du Peter? Ja. Gut. Ich wollte mal gucken, ob irgendwas stimmt von dem. Also, es handelt sich um ein Hobby, was du machst. Ja. Ja. Ist es etwas Sportliches? Ja. Das heißt, du, ist es eine Sportart, die wir kennen? Ja. Ist sie olympisch? Ja. Ah, das heißt, du machst eine Sportart, die uns alle schon bewegt hat? Ja. Ja. Das heißt, noch soweit alles fest. Peter, ich gebe nur einen ganz kurzen Hinweis, bevor Hubertus weiterredet. Wir suchen nicht das Hobby. Hubertus, deine Zeit. Peter, Sie haben in diesem Hobby, was wir nicht suchen, aber etwas geschafft und geschaffen, was Sie in alle Munde gebracht hat. Ja. Ist in aller Munde so gemeint, dass die alle darüber geredet haben, Mensch, der Peter hat das geschafft. Auch. Auch. Haben Sie sich damit in Lebensgefahr begeben? Nein. Sind Sie ein risikofreudiger Typ? Das sieht man ja. Haben Sie mit dieser Leistung Geld verdient? Nein. Haben Sie Ihre Gesundheit riskiert? Nein. Haben Sie nicht. Würden Sie das nochmal machen? Ja. Macht Ihnen das Spaß? Ja. Ich lehne mich wirklich nur ungern da aus dem Fenster, aber ich befürchte, da kommt ihr nie drauf.
400 Euro. Du machst uns richtig Mut, Karl. Ja, Stefanie, du bist dran. Das, was Ihnen passiert ist, einmalig? Ja. Ja. War das etwas Belustigendes? Jo. Ja. Was Peinliches? Nein. Stand es in der Zeitung? Ja. Ist jemand zu Schaden gekommen? Nein. Ich trotzdem weiß nicht, ich baue das richtig. Haben Sie etwas kaputt gemacht? Nein. Ihnen ist nichts passiert? Nein. Das anderem ist auch nichts passiert? Ich habe keine Ahnung. Hat er keine Kugel irgendwo reingeworfen? Nein. Aber Peter, stört das nicht, wenn ihr ahnungslos seid, weil er freut sich über das Geld. Und das sind jetzt schon 600 Euro. Ich nehme noch mehr. Ne? Jörg, wollen wir? Peter, wolltest du, dass das passiert? Nein. Es war so ein Zufall. Ja. Wusstest du, dass es mit dir passiert, als es passierte? Nein. Nicht zum Thema. Oh, sportlich sagst du. Sei mir nicht böse, Peter, aber wir sind ungefähr ein Jahrgang, sehen ungefähr vom Körper gleich aus. Ist es ein Sport, wo man sich nicht so viel bewegt? Doch. Doch. Was machst du? Bist du Ringer? Nein. Ist es eine Mannschaftssportart? Ja. Ist es eine Ballsportart? Ja. Ist es Fußball? Ja. Du spielst Fußball? Nein. Nein. Ach, bist du Funktionär? Bist du Trainer? Nein. Nein. Wir haben die Sportart nicht rausgekriegt. 800, Peter. Wir suchen nicht das Hobby. Ja, aber da wir suchen nicht das Hobby. Ich glaube, Sie waren im Stadion von Borussia Dortmund und haben aus Versehen den Rasen blau-weiß gestrichen. Nein. 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 So knapp. So knapp. Als Berliner hätte es durchaus Sinn gemacht. Aber. Vielleicht sind Sie ein berühmter Masseur, der mit der Kraft seiner Hände Fußballer zu einer Leistung bringt, die sie ohne ihre Magie, ihrer Fingerkuppen nicht kriegen würden. Nein. Stefanie. Hat es vielleicht was mit dem Catering zu tun? Nein. Nein. Nee, Jörg? Peter, Fußball, kein Funktionär, Sie sind Schiedsrichter. Ja. Oh Mann, das sage ich auch noch und dann sage ich es nicht, wenn ich hier sitze. Oh, Sie sind Schiedsrichter. In der Funktion des Schiedsrichters haben Sie in der Regionalliga Nordwest sternhagelvoll ein Spiel gepfiffen und haben nach 10 Minuten, weil Sie torkelnd über den Platz gelaufen sind, einfach abgepfiffen und gesagt, ich gehe nach Haus und sauf weiter. Ja. So. Nein. Das stimmt, das passiert. Ja. Das stimmt nicht, obwohl sowas sogar schon mal in der Bundesliga passiert ist. Ja. Ne? Aber in diesem Falle muss ich sagen, 1.000 Euro für Peter Hertel. Peter ist in der Tat Schiedsrichter. In der Funktion als Schiedsrichter wurde ein Foto von ihm gemacht. Und dieses Foto ist ganz aus Versehen gedruckt auf Esspapier. Ohne sein Wissen. Nicht ganz. Ja, auf einer norwegischen Briefmarke erschienen. Und damit war Peter 1,3 Millionen Mal auf einer Briefmarke, ohne dass er es wusste und ohne dass man ihn vorher gefragt hat. Wahnsinn! Das ist die Geschichte von Peter. Und ich bin mir sicher, Sie, meine Damen und Herren, haben die Briefmarke noch nie gesehen. Ich hatte sie auch noch nie gesehen. Deswegen wollen wir Ihnen die natürlich nicht vorenthalten. Schiedsrichter auf dem Fußballplatz, das ist Peter Hertels größtes Hobby. Doch ein besonderer Pfiff hat sein Gesicht zum Sammlerobjekt werden lassen. Wenn ich das Foto heute betrachte, hätte ich mir durchaus gewünscht, dass man ein etwas Schöneres von mir genommen hätte. Sommer 1997. Peter Hertel pfeift als Gast bei einem Jugendfußballturnier in Norwegen. Und natürlich gerät er vor die ein oder andere Linse. Da wurden natürlich viele Bilder geschossen von Eltern, Zuschauern, natürlich auch Presse. Aber eigentlich war ich nicht der unbedingt das Ziel des Fotos. Trotzdem landet Peter Hertel auf einer norwegischen Sonderbriefmarke. Auflage 1,3 Millionen. Beim Druck wurde er mit dem Promi-Schiri Lars-Johan Hammer verwechselt.
habe mich schon etwas gewundert. Ich habe einen etwas stabileren Bauch. Ich habe einen Bart gehabt zu dem Zeitpunkt und habe natürlich auch eine Brille. Der Kollege gar nicht. Und so suchen norwegische Zeitungen den unbekannten Mann auf dem Bild und werden fündig. Denn ein anderer Schiedsrichter erinnert sich an Peter. Der ist seit diesem Fehldruck nun ein Sammlerobjekt. Jetzt bin ich in einer anderen Liga mit anderen Persönlichkeiten. Also ich bin eine echte Marke. Und das ist verbrieft. Sag mal, wie hast du dann schlussendlich davon erfahren? Also wer hat dich in Kenntnis gesetzt? Waren Freunde in Norwegen im Urlaub und haben dann geschrieben, Peter? Nein, mich hat ein norwegischer Journalist, der Deutsch spricht, angerufen während der Arbeitszeit. Ich habe erst abgewimmelt und abends rief er dann wieder an und erklärte mir das noch in aller Ruhe. Dann habe ich dann langsam verstanden. Also eine wirklich unglaubliche Geschichte, die Peter da passiert ist. Ja, Fußball, du pfeifst aber immer noch. Und ich pfeife immer noch, wenn ich auch etwas kürzer trete jetzt langsam. Mhm. Ich wäre halt nicht jünger. Ja. Aber es ist eine Passion. Ja, aber Sie sehen heute besser aus als auf der Briefmarke. Dankeschön. Also. Er ist frisch rasiert. Ja. Peter Hertel aus Berlin. Und eine unglaubliche Geschichte. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit 1.000 Euro. Danke für den Besuch. Gerne. Hallo Sigrid. Hallo Kai. Herzlich willkommen. Wir sagen nicht viel mehr, denn wir wollen ja keine Hinweise geben. Wir wollen ja nichts verraten über die Geschichte, die Sigrid mitgebracht hat. Ihr schaut sie euch ganz genau an. Und für Sie, meine Damen und Herren zu Hause, blenden wir Sigrids Geheimnis jetzt nach diesem Ton ein. Das klang nicht ehrlich. Nein, nein, doch, doch. Bewunderung, Bewunderung. Bewunderung, Bewunderung. Bewunderung. Ja, ja, Bewunderung. Oh. Sie muss irgendwas können, was... Sehr gut, du bist dran, dann sag's direkt. Bewunderung, sag's direkt, wir wissen's. Hubertus beginnt, ja? Vorher gibt's noch einen Hinweis von mir an euch, der euch idealerweise eine Lösungshilfe ist. Manche sagen so. Manche sagen so. Der Hinweis lautet, Sigrid tritt häufig auf. Tritt häufig auf. Hubertus, 45 Sekunden sind dein. Leg los. Hat es was mit Sport zu tun? Ja. Hat es was mit Autos zu tun? Nein. Hat es was mit dem Element Wasser zu tun? Nein. Hat es was mit dem Element Tanz zu tun? Nein. Hat es was mit dem Element, auch nicht Luft, also... Luftgewehr schießen? Nein, also fliegen. Nein. Aber ist Sport. Ist es ein gefährlicher Sport? Nein. Ist es eine Olympiadisziplin, der Sport, die Sportart? Ja. Im weitesten Sinne Leichtathletik? Ja. Ja. Hat das was mit Laufen zu tun? Ja. Ja. Mit langen Distanzen? Ja. Also, ist die Zeit vorbei. 200 Euro. Das ist super weit. Mal gucken. Ja. Stefanie, du machst weiter. Laufen Sie Marathon? Ja. Aber das ist noch nicht die Lösung. Aber nah dran. Frag ruhig weiter. Ja. Ich muss mich erst mal wieder fassen. Ah, ja. So. Aber von allem, das ist heute. Also, Sie laufen Marathon. Ja. Und hat es was mit Ihrem Alter zu tun, dass das was Besonderes ist? Auch. Auch. Sie laufen ihn rückwärts? Nein. Aber wäre mal eine Idee. Aber Sie laufen wie, ganz, wie alle anderen neben Ihnen auch. Und Sie laufen ihn regelmäßig? Ja. Mit anderen zusammen? Ja. Sie sind die Beste? So. Sie ist auf jeden Fall die Beste. Ja, aber auch das ist noch nicht die Lösung. Ja. Sigrid ist die Beste. 400 Euro. Ja. Deine Zeit läuft. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie als Marathonläuferin einen Rekord halten? Ja. Uff. Sind Sie möglicherweise extrem viele Marathons gelaufen? Ja. Was wollt ihr denn noch von mir? Sind Sie möglicherweise, halten Sie den Weltrekord in den am meisten gelaufenen Marathons überhaupt? Ja, klingt gut. Das stimmt! Ja, mein Publikum! Nur
Wir haben das konkretisieren wir jetzt. Also das konkretisieren wir jetzt. Mich sehr, das war ja alles schon. Das fällt ja bereitet. Ja. Also, Sigrid ist die Frau, die die meisten Marathons der Welt gelaufen ist. Wie viele? Wie viele? Und was es alles noch Interessantes zu erzählen gibt, das werden wir euch jetzt zeigen, denn wir haben Sigrid begleitet mit der Kamera und das, was da passiert ist, für sie festgehalten, meine Damen und Herren. Kampfeslust. Ehrgeiz. Adrenalin. Grenzen sprengen. Das ist ihre Welt. Sigrid Eicher, 73 Jahre alt, aus Berlin. Ich möchte so lange laufen, wie mich meine Füße tragen. Wenn es geht, bis 140. Sie ist Deutschlands älteste Rekordhalterin im Marathonlaufen. Mit einer beeindruckenden Bilanz. 1817 Marathonläufe, 740 Ultraläufe. Somit hat sie allein bei Wettkämpfen schon dreimal die Welt umrundet. Seit 30 Jahren läuft und läuft und läuft Sigrid Marathon. Männliche Konkurrenz fürchtet sie nicht. Bei 15 Kilometern kamen dann die Männer vorbei und guckten so ein bisschen abfällig auf die kleine Frau, die da läuft. Aber bei 35 habe ich sie dann wieder eingefangen und dann guckte ich. Heute läuft die sechsfache Großmutter auf ein ganz besonderes Ziel hin. Ihre Familie. Laufen ist ihr Leben. Spaß gehört dazu, aber Laufen ist schon, steht schon drüber. Laufverrückt ist schon gar kein Ausdruck mehr, würde ich sagen. Also wenn es eine Laufpäpstin gäbe, wäre sie sicher die Laufpäpstin. Was ist ein Ultralauf? Ein Ultra? Das ist ein Ultralauf. Ein Ultralauf. Als Definition Marathon, 42 Kilometer und 195 Meter. Alles, was länger ist, zählt in Läuferkreisen als Ultra. Also mehr? Länger, länger als Marathon, sagen wir mal, wenn Sie 43 laufen, haben Sie ein Mini-Ultra. Und alles, was länger ist, 100 Meilen. Was war Ihr längster Lauf? 150 Meilen. Mein nächster waren 145 Meilen von Birmingham nach London, also 230 Kilometer. Oh. Nonstop. Eine unglaubliche Geschichte, eine unglaubliche Frau. Wir wünschen Ihnen vor allen Dingen ganz viel Gesundheit für die Zukunft, weil das ist ja eine ganz wichtige Voraussetzung, dass Sie weiterhin auch erfolgreich laufen können, was Sie ja sicherlich noch wollen. Ja, soweit die Füße tragen, ich hatte es schon gesagt, wenn möglich, bis 140. Und dann dürfen Sie alle an der Strecke stehen und klatschen. Ja, das machen wir. Das versprechen wir Ihnen heute hier hoch und heilig, dass wir das tun werden. Und diese 400 Euro, die gehören Ihnen. Herzlichen Dank, Sigrid Eicher aus Berlin. Hier ist Lukas Freigang aus Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen. Grüß dich. Servus. Woher genau? Aus Oppenheim, also Bodenheim. Aus Bodenheim. Gut, Lukas, du hast eine super Geschichte und mal gucken, ob die drauf kommen. Ja, was denkst du? Eher nicht, weiß ne? Ich nicht. Ah, hoffentlich okay. Nicht. Hoffentlich nicht, genau so ist es. Wir wollen ja das Taschengeld ein bisschen aufstocken. Ja? Achtung, wir blenden die Geschichte von Lukas jetzt ein. Verstehen Sie das nicht? Oder? Lukas, was gibt es ein Taschengeld im Moment? Ich glaube 18 Euro pro Monat. Okay, das ist ja ganz ordentlich. Ja, und dann gucken wir mal, was dazu kommt und wenn ja, wie viel. Stefanie Stumpf beginnt. Hier ist die erste Raterunde, Stefanie, mit einem Hinweis. Es war eine Begegnung auf Augenhöhe. Stefanie, leg los! Ist es einmalig? Ja.
Hat das was mit einem Tier zu tun? Nein. Mit einem kleinen Menschen? Ja. Hast du jemanden kennengelernt? Ja. Der mit dir verwandt ist? Nein. Kanntest du ist es schon länger her? Ja. Kanntest du denjenigen vom Namen her? Ja. Warst du ein Fan von ihm? Ja. Ein kleiner Mensch. Fährt er Formel 1? Nein. Ist er Sportler? Ja. Fußballer? Ja. Weltmeister? Ja. Lass dir ein bisschen Zeit jetzt mit dem Antworten, Lukas. Ja? So. 200 Euro sind es schon mal. Aber ich sag euch gleich, es reicht nicht, auf den Namen zu kommen. So, Jörg ist dran. Das hast du richtig gut gemacht. Also wir wissen super, jetzt oder? Schon, dass es Philipp Lahm ist, ja? Mhm, ja. Aber das reicht was ja nicht. Du hast Philipp Lahm getroffen. Okay, ein einziges Mal hast du ihn getroffen. Ja. Wolltest du ihn treffen? Ja. Boah. War er in Bodenheim? Nein. Hast du ihn in München getroffen? Nein. Hast du ihn in Dortmund getroffen? Nein. Hast du ihn in Deutschland getroffen? Nein. Hast du ihn im Urlaub getroffen? Nein. Hast du ihn im Flugzeug getroffen? Nein. Hast du ihn in Europa getroffen? Nein. Hier, 100 Euro. Hallo. Bernhard. Du hast ihn getroffen in Brasilien? Ja. Bei der Weltmeisterschaft? Ja. Es gab einen Grund, dass du da runtergeflogen bist? Ja. Hast du das gewonnen irgendwie? Ja. Hast du bei einem Preisausschreiben gewonnen, Philipp Lahm in Brasilien zu treffen? Nein. Nicht Preisausschreiben. Nein. Du hast etwas dafür tun müssen. Ja. Musstest du was Besonderes im Fußball machen, um ihn zu treffen? Nein. Musstest du etwas wissen? Nein. Musstest du irgendwo schnell genug anrufen? Nein. Aber schnell genug etwas tun? Ja. Ja. Und das wollen wir wissen, was es ist? Nee. Nein? Wir wollen schon wissen, in welchem Zusammenhang er Philipp Lahm getroffen hat. Ja? 600 Euro. Lukas. Ja, du musst nie wieder zurück in die Schule. Das läuft. Hatte es was mit Fußball zu tun? Ja. Du spielst selber Fußball? Ja. In einer Vereinsmannschaft? Ja. Hast du da etwas besonders Gutes getan? Nein. Das solltest du aber als Mannschaft mitbringen. Ja. Hast du etwas in deiner Heimatstadt etwas getan, etwas Wohltätiges, etwas, hast du jemandem geholfen? Nein. Habt ihr dasselbe Sternzeichen? Nein. Hast du Abitur? Schöne Frage. Ich weiß es nicht. Ich fang aber eine Hand an der Hand dran. Was? Eine Hand an der Hand? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er war der Balljunge, der Wortjunge. Und das hat er gewonnen. Ja, aber ich hoffe, manchmal, deswegen, das ist so wie in der Schule, Lukas. Deswegen ist es so wichtig, dass man in der Schule aufpasst, damit man am Ende weiß, worum es geht. Ja? Wir hatten eben gesagt, es ging um den Zusammenhang, in dem er Philipp Lahm getroffen hat. Ja, nicht, was er dafür getan hat, Philipp Lahm zu treffen. Ich befürchte, jetzt weiß ich es. Können wir noch mal anfangen? Nee, ihr habt ja gleich noch jeder einen Tipp. Also ihr könnt euch mal kurz beraten. Wir sind bei 800 Euro. Er ist reingelaufen mit ihm. Wir können vielleicht verschiedene Vorschläge machen. Ja, genau. In diesem Fall ist ja jetzt Stefanie die zuerst antworten muss. Also, was sagst du? Du bist beim Finale mit ihm reingelaufen. Ja. Das ist richtig! Da hätte man echt was kommen können. Ganz wichtig bei der Geschichte ist,
Er war das einzige deutsche Kind, das beim Finale mit eingelaufen ist. Gut. Und hatte das Glück, an der Hand von Philipp Lahm einzulaufen. Und das ist ein Erlebnis, das wirst du nie vergessen, oder? Das sind Bilder, die kannst du dir immer wieder anschauen. Die schauen wir uns immer wieder gerne an. Und deswegen tun wir das jetzt auch. Mit links trifft er immer ins Tor. Lukas aus Bodenheim bei Mainz. Aber auch auf seine rechte Hand sind seine Spielkameraden neidisch. Es gibt so Leute, die vielleicht sich nicht mehr die Hand danach waschen, aber ich bin nicht so. Das bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich jetzt eine Hand habe, den Lahm berührt habe, die ich noch nicht gewaschen habe. Wenn ich sie wasche, hat sie ja Lahm immer noch berührt. Schlaues Kerlchen, dieser Lukas, der den Kapitän unserer Nationalelf zum WM-Titel führte. Sein Traum von Brasilien beginnt im Frühling 2014. Da bewirbt sich der Nachwuchskicker per Video als Einlaufkind fürs WM-Finale. Hallo, ich bin Lukas, ich bin 10 Jahre alt und ich spiele schon seit ich klein bin Fußball. Und ich würde so gerne mal im großen Stadion mit den Stars auflaufen. Für das Video musste ich noch ein paar Fußballtricks machen. Wir haben zusammen jongliert und da habe ich ungefähr so 20 Mal versucht, natürlich das Beste aus mir rauszuholen. Das hat die Jury beim Preisausschreiben überzeugt. Wenige Wochen später folgt ein Anruf. Lukas erfährt, er ist dabei. Oh, geil! Mitte Juni sitzt Lukas dann im Flieger. Brasilien lernt der Schüler auch außerhalb des Stadions kennen. Ich bin gerade an der Copacabana in Rio de Janeiro. Und dann ist auch noch Deutschland im Endspiel. Unglaublich. Als ich gehört habe, dass ich mit Philipp Lahm einlaufe, das war ein tolles Gefühl. Der große Moment. Es ist der 13. Juli, WM-Finale für Lukas. Es war auch lustig, weil Philipp Lahm ist ja nicht so groß, deswegen kann man mich besser sehen. Stolz geht's Hand in Hand ins Stadion. Aber im Fernsehen hat man dann doch nur meine Haare gesehen. Macht nichts. Deutschland ist Weltmeister und Lukas war live dabei. Hurra, hurra! In dem Moment, als du erfahren hast, dass du da nach Brasilien fliegst, das muss ja ein Wahnsinn gewesen sein, oder? Das war ja wie 5-mal Weihnachten auf einen Tag und Geburtstag noch obendrauf. Ja, klar, also da ist jeder froh. Das wäre jetzt komisch, wenn ich so gedacht habe. Wenn ich nicht gefreut hätte. Ja, das wäre ziemlich komisch gewesen. Weil der war ja wahrscheinlich wahnsinnig nervös und angespannt vorm Spiel. Gab es da irgendeinen Kontakt? Er hat zu mir Servus gesagt. Ja? hat er gefragt, wie du heißt und hat er gecheckt, dass du aus Deutschland kamst? Nee, aber Neuer, der hat mir Faust gegeben, also der hat mich gefragt, kommst ich hoffe nicht ins Gesicht. Nicht bei der Faust. Ja, das kann nicht tun bei Manuel. Also wir werden schauen, wir werden auch deine Karriere weiter verfolgen. Ja, cool, dass du bei uns warst. 800 Euro. Ja, das hat sich mehr als gelohnt. Und wir drücken dir die Daumen. Lukas, alles Gute, super gemacht. Lukas Weigand aus Bodenheim. Hallo. Jacqueline. Hallo Kai. Jacqueline oder Jacqueline oder... Jacqueline reicht, ja, das ist okay. Ja? Alles klar. Jacqueline, wir reden jetzt natürlich gar nicht viel, damit wir nicht aus Versehen vielleicht irgendetwas verraten. Aber wir wollen Ihnen, meine Damen und Herren, zu Hause und Ihnen natürlich auch hier im Studio, ja, Jacquelines kleine, unglaubliche Geschichte erzählen. Das ist das Geheimnis. Hier. Hier, der Herr hier, könnt ihr dir mal zeigen, in dem karierten Hemd, der guckt eben hoch, liest das durch und sagt, schon wieder so leicht. Ja. Im Grunde ist es auch nicht so schwer. Oh Gott. Ja. Und es ist noch viel einfacher, wenn man den Hinweis hört, den wir uns in nächtelanger kreativer Arbeit für euch ausgedacht haben. Jacqueline nimmt nämlich mehrere Stufen auf einmal. Die Nacht war kurz, wo ihr das ausgedacht habt. Hubertus, du beginnst. Deine Zeit rennt. Sport? Ist es ein Sport? Ist es eine sportliche Betätigung? Nein. Ist es, hat das was mit Beruf zu tun? Ja. Hat das was mit einer schnellen beruflichen Karriere zu tun, dass Sie schnell irgendwo
Nein. Sind Sie, hat es was mit Reinigen zu tun? Sind Sie im Reinigungsbusiness? Nein. Also, dass Sie wie Treppenhäuser reinigen, schneller als andere? Nein. Sind Sie Zahnärztin? Nein. Sie haben so schön, Sie haben so schöne Zähne. Danke. Ist das eine Betätigung, die draußen ist? Nein. Warum nicht? Ist es, kann man es auch als Beruf machen? Ja. Ist es also Beruf und Hobby? Nein, nur Beruf. Nur Beruf, nur Beruf, das sagte sie schon. Ja, aber ich wollte, es hat so schön geklungen, ich wollte es noch mal hören. 200 Euro. War der Beruf Jacqueline? Ist draußen oder drin? Nein, Stefanie. Der Beruf ist drin. Stefanie, die Zeit läuft. Oh, jetzt. Jetzt. Ist es ein spezielles Ereignis, was wir suchen? Nein. Wir suchen den Beruf. Ja. Es hat damit zu tun, dass sie sich nach oben bewegen. Auf Stufen? Nein. Es sind aber schon Treppenstufen gemeint? Nein. Rolltreppe. Wurde schon gefragt? Mhm. Ist es eine Rolltreppe? Nein. Ich habe das hier so gehört. Da die Stufen. Stufen im übertragenen Sinne. Auf einmal. Sie überspringen etwas. Nein. Aber es hat nichts mit einer Bewegung zu tun. Nein. Sie sind schauen Ihnen Leute dabei zu? Ja, ja, ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Sie machen es für die Leute? Ja. Ja. Ja, muss ich schon sagen, ja. Ja, sie macht es für die Leute. 200 Euro obendrauf, 400 sind's. Sie machen es für die Leute. Das war das, was wir gehört haben. Noch keine Richtung. Nee, pass auf. Okay. Handelt es sich bei Ihrem Beruf um ein Handwerk? Nein. Ist es ein Lehrberuf, den man richtig lernen kann? Ja. Das heißt, diesen Beruf gibt es häufiger? Ja. Das ist ja kaum zu glauben. Sag ich ja. Haben Sie sich innerhalb dieses Berufes so spezialisiert, dass es deshalb zu etwas Ungewöhnlichem geworden ist? Nein. Du bist nah dran, Jörg. Ja. haben Sie in diesem Beruf mit Publikumsverkehr zu tun? Ja, aber nein. Also nicht im Publikum im klassischen Sinne. Mhm. Das heißt, Sie arbeiten nicht in einem Ladengeschäft, sondern in einem Ladengeschäft, nein? Nein. In einem Büro? Nein. Nein. Zu Hause? Nein. Arbeiten Sie überhaupt? 600? Kein Handwerk? Nicht im Büro. Ich brauche noch Stufen. Habt ihr noch irgendwelche Stufenideen? Nein, ich habe keine einzige Stufenidee. Stufen ist die wahrscheinlich über irgendwo. Egal. Toi, toi, toi. Danke. Ich fange dann mal von vorne an. Wir sind in der Sackgasse, du. Okay. Also. Was bedeuten denn diese Stufen? Stufen. Hat das was mit Friseurhandwerk zu tun? Ich denke an Stufenschnitt. Nein. Auch nicht. Ja. Den habe ich zum Beispiel gerade. Man hat mir mehrere Stufen auf einmal da reingehauen. Okay, also es ist, hat die Tätigkeit mit einem Gerät zu tun? Nein. Mit einem Werkstoff? Nein. Das heißt, einfach nur mit Händen und Mund etwas sagen, tun, reden? Ja. Ist das sowas wie Weiterbildung? Geht das in Richtung Weiterbildung, ja. Schulung? Ja. Die mehrere Stufen auf einmal. Sie sind eine Lehrerin an einer hochbegabten Schule, wo die Klassen 5 bis 13 zusammen unterrichtet werden. Das stimmt so nicht, aber wir sind der Lösung sehr nah. Das Problem ist, Herr Pflaum, ich kenne Sie zu gut, um das zu glauben. Doch, doch, in diesem Falle. In diesem Stufen, Falle, Klassenstufen. Klassenstufen. Ja, wir sind der Lösung nah, aber die Rahmengeschichte stimmt einfach nicht. Also ich glaube, also ich versuche, deinen Gedanken zu verlängern. Ja. Sie sind Lehrerin in einer, sagen wir mal, Inselschule, auf einer Hallig, spinne ich mal, wo vielleicht nur 5 Kinder sind, unterschiedlichen Alters. So was nah. Und Sie Robertus haben... Singen das alles. Stimmt! Ja! Ich muss mal gucken, wo hier ein Loch in der Studiodecke ist. Weil irgendwas ist da vom Himmel gefallen. Gerade. Ja, wo kam denn diese Eingebung? Es war eine Intuition. Ich habe mal, hast du was davon gehört schon mal? Nein, noch nie. Aber ich war mal auf einer Hallig.
und habe nur mitbekommen, dass eben das Problem dort ist. Wie kriegt man die Schüler unterrichtet, ohne dass sie, wenn sie jung sind, ihre Elternhäuser verlassen müssen? Und das fiel mir in der Tat ein. Es geht mit rechten Dingen zu, meine Damen und Herren. Ich habe keine Unglaublich, aber toll gelöst. Und es ist natürlich wunderbar, dir zuzuhören, ja, weil du so bildreich natürlich auch die Geschichten erzählen kannst. Aber es ist noch schöner, sie in Farbe anzuschauen, meine Damen und Herren. Schule voraus. Ja, da in der Mitte ist sie, die kleinste Schule des Landes. Kjell und Svanche sind die Erstklässler. Erik geht in die 7. Klasse und Svea schon in die 3. Diese 4 Schüler und Lehrerin Jacqueline Martinovic sind zusammen die kleinste Schule Deutschlands. Meine Eltern waren natürlich nicht so begeistert, als sie gehört haben, dass ich mich hier beworben habe und haben mich erstmal für verrückt erklärt. Wir befinden uns im schönen Nordstrandischmoor auf der Hallig. Das ist Norden pur. 22 Menschen leben hier auf einer Fläche von gut 2 Quadratkilometern. Also ich habe Schüler von der 1. Klasse bis zur 7. Klasse und jeder hat das Recht auf seinen Unterricht für seine Altersstufe. Und das ist natürlich die große Herausforderung, der ich mich dann auch stellen muss. Die 31-Jährige muss so einiges drauf haben. Sie unterrichtet Mathe, Deutsch, Sport, Religion, Musik, Kunst, Englisch, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Hauswirtschaft, textiles Werken, Sachkunde. Alles wissen kann ich nicht. Es kommt tagtäglich vor, dass ich Sachen nicht weiß. Und dann gehe ich eben mal kurz nach nebenan und schaue im Internet nach. Da ist auch mal Schadenfreude angesagt. Die Schüler freuen sich natürlich, wenn auch ich mal was nicht weiß und nachgucken muss. Und was sagen die Schüler zu ihrer Minischule? In einer großen Schule habe ich immer nach 45 Minuten 9 Lehrer. Das ist halt nicht so schlimm, wenn man sich halt mal mit einem Lehrer so ein bisschen zankt. Die Großen sind immer so laut und die Kleinen sind immer so schön leise. Hier ist es ja ganz anders, weil ich den ganzen Tag die Frau Martinovic habe. Frau Martinovic ist eine richtig coole Socke. Das ist doch. Ich finde, wenn die Schüler sagen, der Lehrer ist eine coole Socke, das ist wie eine 1 im Jahresabschlusszeugnis. Das ist gut. Ne? Ja? Kennst du alle Menschen persönlich, die da auf der Halle leben? Ja. Bei 22 ist das. Trifft, läuft man sich irgendwann mal auf den Weg. Ja? Und es sind ja viele Eltern dabei. Also von daher. Und ihr habt das jetzt verstanden, ne? Mit nimmt alle Stufen auf einmal. Ja, total. Macht also total Sinn. 800 Euro sind es geworden. Danke. Und die werden den Weg auf die Halle finden. Ja. Herzlichen Dank für den Besuch und alles Gute, viele Grüße. Ja? Dankeschön, Jacqueline. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Tag. Schön, dass du da bist, Ralf. Und vor allen Dingen toll, dass du diese unglaubliche Geschichte mitgebracht hast. Ich bin sehr gespannt, wie weit unser Rateteam da kommen wird. Du weißt, 1.000 Euro können es im Maximum werden. Für Sie, meine Damen und Herren zu Hause, dass Sie wissen, worum es geht, blenden wir wie immer das Geheimnis jetzt nach Ertönen dieses wunderschönen Möwenklangs für Sie ein. Also Achtung, hier ist das Geheimnis, die Geschichte. Ist es ein Hobby oder ein Beruf? Ja, fangen wir sofort an. Okay, er muss irgendwas Besonderes. Also, es hat besonders die Frauen angemacht. Ja, das hat man gemacht. Ihr versucht immer jetzt schon in den Gesichtern des Publikums abzulesen, um was es eventuell gehen könnte. Spitze Schreie. Aber wir haben natürlich auch eine Umschreibung für euch, einen Hinweissatz. Bernhard beginnt wie immer, jeder von euch 45 Sekunden. Wenn es dann immer noch nicht erraten ist, könnt ihr in der letzten Runde jeder noch mal einen Tipp abgeben. Und ich drücke euch die Daumen. Bernhard, hier ist der Hinweissatz. Ralf ist schneller, als sein Hund erlaubt. Ralf ist schneller, als sein Hund erlaubt. Bernhard, bitteschön. Es handelt sich um eine Eigenschaft. Nein. Um eine Begabung. Ja. Ist es etwas, was du bei deinem Hobby benutzt? Also machst du das als Hobby regelmäßig? Nein. Also, okay. Es ist auch kein Beruf. Doch. Also, er stellt aber auch blöde Fragen. Okay, ja? Also, ja? Mach es doch mal einfach. Es ist ein Hobby? Okay. Nein. Ist ein Beruf? Ja. Also, es ist ein Beruf.
Ja. Okay. Ist das ein Beruf, mit dem ich auch schon mal zu tun haben konnte? Nein. Also ein ungewöhnlicher Beruf? Ja. Ja. Ist es ein Beruf für eine bestimmte Zielgruppe? Ja. Ja. Okay, ist es, die Zielgruppe ist, Der ADAC. Ist der... Bernhard, ich sag mal so, 200 Euro für Ralf. Wo wolltest du hin? Ich gebe Hubertus noch einen Tipp mit auf den Weg. Es ist ein unglaublicher Beruf. Kann der Hund etwas Besonderes? Jo. Ja. Ist der Hund trainiert worden, damit er das Besondere kann? Ja. Unterstützt der Hund Menschen, die etwas nicht können? Ja. Ist es ein Blindenhund? Ja. Ist... Okay. Und jetzt kriegt er auch noch sowas Pastorales. Ich und jetzt ist es ein Blindenhund. Und jetzt läuft der Hund langsamer als Ralf. Das der könnte Hund sein, ist der Hund Alkoholiker? Der Hund läuft langsamer als der Ralf. Ja, der, ja, was die Geschichte betrifft, ja. 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 Er läuft. 400 Euro. Er ist läufig. Ich freue mich jetzt sehr auf Stefanie. Also, Lauf im Sinne von Rennen. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Aber optisch hat es optisch was damit zu tun, dass du vorne bist und der Hund hinten? Nein. 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 Es geht aber um eine Bewegung, nicht. Hä? Es ist was, was sie regelmäßig tun, haben wir rausgefunden. Ja, hol doch noch mal ins Fläschchen. Ich habe dieses Informat. Völlig ahnungslos. Ja, ja, denke ich auch. Aber komm, es hat ja optisch nichts damit. Wir suchen Ihren Beruf, ist das richtig? Ja. Okay. Okay. Ralf, wir haben gehört, es dreht sich dabei um einen Blindenhund, der eine Rolle spielt. Es geht um Ihren Beruf. Das heißt, Sie bieten etwas an, was blinde Menschen brauchen können. Nein. Nein. Warum nicht? Ralf, haben Sie schon mal über eine solche Geschäftsidee nachgedacht, wie ich Ihnen vorgestellt habe? Nein, Entschuldigung, die Zeit läuft ja. Also, es ist nicht für Blinde das, was Sie anbieten. Nein. Für sehende Menschen, die dann möglicherweise mit blinden Hunden etwas tun können. Nein. Nein. Fährt möglicherweise der Blindenhund Auto? Nein. Nein. Bernhard. Also um jetzt noch auf ein paar spannende Tipps zu generieren und euch nicht in der völligen Ahnungslosigkeit hier versinken zu lassen, das, was Ralf macht, macht er nur für sich selber. So, Bernhard. Beruf nur für sich? Keine Kunden. Du möchtest lösen, Bernhard? Keine Patienten. Ich möchte gerne lösen, wenn man mir noch vielleicht ein, zwei Tage Zeit gibt. Würde ich das auch schaffen. Also, ich tippe, Ralf, du bist selber blind. Och. Und bist, machst etwas, was Ungewöhnliches mit mir. Das heißt, du fährst Auto, fliegst Flugzeuge oder bist Scharfschütze. Also irgendwas Ungewöhnliches. Das gibt es. Sowas in der Art. Es ist nicht weit weg, aber nein. Nein. Also es ist nicht fliegen, nicht fahren und nicht schießen, aber ganz das nah dran. Das habe ich nicht gesagt so, ne? Ich habe nur gesagt, es ist ganz geht nah am Nichtfahren, nicht schießen und nicht fliegen. Richtig. Super. ich glaube, dass Sie Kapitän der MS Deutschland sind und der Hund fährt immer mit. Nein. Und manchmal auch hinten im Beiboot. Nein. Nein. Nein? Also es ist auf jeden Fall, ich glaube, eine Dienstleistung, die er damit erfüllt, die zum Beispiel, irgendetwas bewegt sich also fort. Schülerlotse. Also der Hund, der treibt, was weiß ich, keine Ahnung, ich sage Hundeschlittenführer, weiß ich nicht. Nein? Nein. Ralf, ich mach's ganz kurz. Ich stelle schon mal ab hier die 200 Euro. Sie sind der einzige deutsche, nicht sehende Fahrradkurier, der dank Ihres Hundes ans Ziel kommt. Nein. Das eine schöne Geschichte, aber nein. Ralf, 1.000 Euro für dich.
total also, gespannt. Soll ich die Sache jetzt auflösen? Jetzt lösen wir es auf. Ralf ist der einzige blinde Rennfahrer weltweit. Der einzige blinde Rennfahrer weltweit. Motorradrennfahrer. Und Autos auch. Also, Auto und Motorrad. Und da das nicht nur eine unglaubliche Geschichte ist, ganz kurz, Ralf, sondern sich natürlich auch so unglaublich anhört, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, würde ich vorschlagen, wir gucken uns das erstmal an, wie das aussieht. Und dann reden wir. Genau. Dieser Mann liebt schnelle Maschinen. Je mehr PS, desto besser. Die Rennstrecke ist schon irgendwo mein zweites Zuhause. Eigentlich nichts Besonderes. Doch das sieht Ralf Mackel, wenn er durch seinen Helm schaut. Nichts. Der 49-jährige Hesse ist von Geburt an blind. Doch das ist für ihn und seinen Sport kein Hindernis. 1994 lässt er sich zum Rennfahrer ausbilden. Als erster Blinder weltweit. Eine Sensation. Beim Rennwagen ist es halt so, ich genieße meine Freiheit in dem Augenblick. Heute fährt er Autos, Motorräder und Quads. Aber wie macht er das? Mit seinen Ohren. Bei der Fahrt konzentriere ich mich ganz extrem auf die Geräusche des Motors, der Außengeräusche. Das heißt, es gibt eine Boxenmauer, es gibt eine Tribüne, es gibt ein Kiesbett. Zudem orientiere ich mich auch noch am Fahrbahnbelag. Und das lasse ich dann geistig wie im Video ablaufen. Für Sehende jetzt erklärt. Ralf Mackel hat das System so perfektioniert, dass er die PS-Monster sicher führen kann. Kaum zu glauben. Also bei den Boxenbootern ist es so, teilweise haben Fahrer zu mir gesagt, hey Ralf, du hast das Pech, dass du nicht sehen kannst. Aber 4 Stunden später hat sich das ganze Ding rumgedreht. Ich durfte fummeln und die durften mal schauen. Und das ist ein Riesenvorteil. Das gibt Ärger, gell? Unglaublich. Ralf, noch eine Frage nachgefragt. Mit welchen Geschwindigkeiten bist du da unterwegs? Also Topspeed war jetzt, bis vor 2 Wochen war es noch 272. Und ab jetzt haben wir neues Rennfahrzeug und da haben wir 283. Jetzt haben wir also auf der Gegengerade Hockenheim gefahren. Und du nimmst damit auch wirklich an richtigen Rennen teil? Oder? Es ist ein Einzelzeitfahren. Also ich kann natürlich nur exklusiv auf der Strecke mich bewegen. Und man kann sich aber gegeneinander messen. Mhm. Ich fahre dann sehr viel für die Promis, die da alle so sitzen. Öfters mal das Renntaxi. Das heißt, du nimmst auch Leute mit? Ja, ja, klar. Das ist, die meisten wissen es aber nicht. Die Das heißt, die sagen denen das nicht vorher, die setzen sich so hier raus, lassen dich da mit fast 300 Sachen über den Ring fahren und dann steigst du aus und nimmst den Blindenhund und gehst weg. Da würde ich sofort sagen, okay, wo sind die versteckten Kameras? Ja, was ist das denn für eine Geschichte? Diese Reaktion kam auch schon sehr viel, dass da gesagt wird, wo ist die versteckte Kamera? Aber wie die Beifahrer dann gemerkt haben, dass die Sache wirklich ernst ist, dann haben sie sich vieles noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ralf, das war eine tolle Geschichte. 1.000 Euro kriegst du mit nach Hause. Ich denke, die gehen irgendwo in eins der Renngefährte. Und getankt werden muss natürlich auch. Klar. Ja, unglaublich, was du uns hier präsentiert und erzählt hast. Danke für den Besuch. Vielen Dank. Ja, danke, alles Gute. Das ist ein Ding? Das ist ja ein Ding. Für jeden Tipp 50 Euro. Also das ist ja ein Ding, hat noch keiner gesagt. Ja. Das ist jetzt ein Gegenstand. Wir suchen einen Gegenstand. Bernhard, du beginnst. Ja, ich beginne. Ja, 45 Sekunden starten wir gleich nach dem Hinweis. Und der Hinweis lautet, Heides Fingerspitzengefühl sorgt für königliches Vergnügen. Bernhard, und jetzt du. Hallo, Heide. Ich freue mich, dass du da bist. Die Zeit läuft übrigens schon, ne? Ja, ich weiß. Ja, auch. Aber die Zeit ist für mich noch lange kein Grund, unhöflich zu sein.
Benutzt du deine Finger für diese Tätigkeit? Ja. Ist das ein Hobby? Nein. Ein Beruf? Ja. Finger, ich bin sofort bei Blindenschrift. Kannst du was mit Blindenschrift? Nein. Nein. Ertastest du einen Gegenstand? Nein. Ertastest du überhaupt irgendetwas? Nein. Benutzt du, machst du mit den, spielst du mit den Fingern? Nein. Also so Puppen. Ist arm. Aber die Finger, benutzt du die Finger einzeln oder als, benutzt du die Finger einzeln? Nein. Sondern als Ganzes? Als Hand. Als Hand, unglaublich. Als Hand. Sie benutzt ihre Finger okay. als Hand. Okay. Wahnsinn, das war die Lösung. Ja. Sie benutzt ihre Finger die ersten 200 Euro. Bernhard, sie ist die einzige Frau in Deutschland, die die Finger als ganze Hand benutzt. Ist ja kaum zu glauben, das ist ja unfassbar. Hubertus, stellen Sie etwas her. Ja. Hat das was mit Stoff zu tun? Ja. Ist es im weitesten Sinne Kleidung? Nein. Nein, das, was Sie herstellen, nicht. Nein. Nein. Aber das, was Sie herstellen, kann ich tragen? Wäre schick. Das, was stellen Sie Kleidung für im weitesten Sinne Tiere her? Nein. Pferdedecken. Königlich. Herr Pilawa, bitte nehmen Sie sich zusammen. Alles gut, ja? Pferdedecken. Ist es Tischdekoration, Tischdecken in der Richtung? Nein. Bett, Bettwäsche? Nein. Was gibt's denn noch? Gibt's denn noch für Kleidung? Was gibt's denn noch für Kleidung außer Bettwäsche? Also 400 Euro. Ja, die hast du ja. So was in der Art. Stefanie. Stellen Sie etwas für die Queen her oder für ein... Ja. Stellen Sie etwas für die Queen her? Nicht direkt. Ja, ja, aber da müssen wir ja sagen. Aber den Palast. Gut. Die Vorhänge? Nein. Gehst du jetzt jeden Gegenstand durch? Ich frag mich. Stoffliche Gegenstände. Topflappen. Topflappen, Tischdecken, Servietten. Nein, 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 nein. Stellen Sie einen Gebrauchsgegenstand her? Nein. Nein. Nein? Kann nicht so nein. Gut. Also doch, etwas zum Anziehen. Sie bleiben mal wieder da. Eine Schlafmütze? Nein. Nein. Aber anziehen ist Unterwäsche wahrscheinlich auch nicht für keine die Queen. Wäsche, aber so ein Accessoire. Unterwäsche für die Queen? Was gibt's denn noch? Nein. Hüte! Stellen Sie den Hut her! Nein. Nein. Nicht den Hut. War eine gute Runde, Stefanie, aber wir sind nicht bei der Lösung. Ja. Liebe Heide, ich mag Sie sehr. Oh, danke. Aber du musst lösen, oder was? Scheiße, ja. Gut, die Zeit läuft. Also, ausschließlich für Könige? Nein. Also, ich könnte das auch bei Ihnen beziehen und könnte damit was anfangen? Ja. Du bist ein König. Also, es tragen nicht nur Frauen, sondern auch Männer? Nein. Männer? Naja, eigentlich nicht. Frauen? Es führt in die falsche Richtung, wenn wir jetzt ja sagen. Ja, das stimmt. Eigentlich mehr. Also, eigentlich für Frauen. Eigentlich für Frauen. Ist es ein Kleidungsstück? Nein. Hä? So, aber Sie stellen keine Kleidungsstücke nein. her. Nein. Glauben Sie, dass ich so etwas zu Hause habe? Das weiß ich nicht. Wir hoffen nicht. Wir hoffen nicht. Ist das etwas, was Stützendes? Etwas Stützendes? Nein. Auch nicht. Das wäre auch eine schöne Geschichte gewesen. Das ist bei mir zu Hause. Das ist also eher etwas, was Jörg, das wäre eine schöne Geschichte gewesen. Heide ist die Frau, die die Stützstrümpfe für die Queen herstellt. Genau. Ne? Das wäre kaum zu glauben. Ja, das wäre so irgendwie auch kaum Schirm zu glauben. Einen Schirm hast du ja zu Hause. Habe zu Hause. Das muss irgendwas sein, was man auch sein, wo du sagst, zum Glück nicht, sagt Kai. Also glaub naja, nicht, dass du, Jörg, du. Es ist vielleicht. Ich nicht. Bernhard, fang du doch mal an. Dein erster und letzter Tipp. Sie besticken Klopapier für europäische Adelshäuser mit dem Wappen. Hm? Nein. Das könnten Sie wahrscheinlich das sogar. Das könnten wir vielleicht, ja. Ja, aber sie macht es noch nein. nicht. Nein. Hubertus. Sie sind die Frau in der königlichen Krone, ist ja oben so ein Filz, so ein Stoffversatzstück. Sie sind die einzige Frau, die das können, diesen Stoff in die königliche Krone zu nähen. Gar nicht schlecht. Oh, tolle Idee. Das ist eine tolle Idee, ja. Aber ist auch gar nicht so weit weg. Ja. Aber nein. Nein. Helfen Sie nicht zu viel, es geht um Ihr Geld.
Ist nicht weit weg. Es ist fast wie eine Krone. Stefanie. Im Haar, hat sie was im Haar? Außer den Hut fällt mir gar nichts auf. Broschen, hat sie vielleicht eine Brosche? Aber das hat nichts mit Sticken zu tun. Letzten Tipp. Das war's. Eine Brosche? Nein, sie. Heide stellt keine Broschen her. Jörg! Liebe Heide, Sie sind diejenige, die für die gesamten Kronjuwelen der Königin diese Aufbewahrungskissen herstellt, auf dem man diese Dinge dann kredenzt und darbietet. Ja. Doch, nein. Sie müssen so machen. Nein. Und wenn Sie es bis heute nicht gemacht nein, haben, dann machen Sie es heute nicht. Und damit Sie sagen wir herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Und ihr werdet euch gleich alle gegenseitig die Hände vor den Kopf schlagen. Denn ihr wart im Grunde sehr nah dran. Ja. Und mein alleine auf die Queen zu kommen, war toll. Heide Steyer stellt Kunstblumen her. Ach, ja. Und zwar besonders schöne. Und diese Kunstblumen schmücken die Hüte der Queen. Und ihr Rock hätte mich drauf bringen müssen. Im Grunde genommen schon. Sie war mutig, den heute anzuziehen, aber ihr habt es übersehen. Das ist das Geheimnis, das ist die Geschichte von Heide Steyer. Und lasst uns mal gemeinsam, meine Damen und Herren, mit Ihnen draufschauen, was für wunderbare Werke da entstehen. Heide Steyer im Auftrag Ihrer Majestät. Hier wird nicht geschüttelt oder gerührt, sondern gestanzt. Blüte ist nicht gleich Blüte. Das meint im Buckingham Palace auch die Queen. Schauen Sie mal genau hin. Ihre Hutblüten fertigt Heide Steyer hier in ihrer eigenen Manufaktur im sächsischen Arnsdorf. Die Queen trägt hauptsächlich Rosen, aber eben nicht mehr so groß. Sie nimmt sich etwas zurück. Man möchte nicht, dass sich jeder umdreht und nach einem pfeift. Ja? Jede Blüte ein Einzelstück, teilweise mehrere hundert Euro wert. Doch die 70-Jährige liefert nicht nur an Königshäuser, manchmal kommen ihre Blüten sogar nach Hollywood. In dem Film Titanic saß ich im Kino und sie hatten sehr schöne Hüte auf. Und da sah ich nur, oh ja, das war meine Blume. Woche für Woche blättert sie sich durch Klatschseiten und wird immer wieder fündig. Der Hut ist doch Wahnsinn. Das ist wie so ein Schiff und da drin ruht eben dann die Rose. Ich finde, der Itupf war eben unsere Blume. Und hat sich die Queen denn auch schon bedankt? Die Queen hat sich noch nie bei mir bedankt. Das finde ich an und für sich schade. Aber sie weiß ja nicht, dass es mich gibt. Aber, liebe Heide, vielleicht schaut die Queen ja heute Abend zu und jetzt weiß ich es. Nicht? Das wäre doch toll. Das wäre toll. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass Ihre Kunstblumen auf die Hüte der Queen gekommen sind? Das ist immer Glückssache im Leben, so etwas. Es war eine Verbindung durch einen Schweizer Bortenfabrikanten, der uns in London mit zu einer Ausstellung eingeladen hatte. Er suchte einen Partner, weil ihm die Ausstellung zu teuer geworden ist. Und da sind wir schon als ganz junge Leute in London gewesen. Und eben durch diese Unterstützung sind wir an die Hutmacher der Queen gekommen. Genau, das müssen wir nochmal sagen, denn sie stellen ja nicht die ganzen Hüte her, sondern wirklich nur die Kunstblumen zur Zierde. Ja. Genau. Das ist eine sehr besondere, sehr außergewöhnliche Fähigkeit. Gibt es da nur ganz wenige Menschen, die das machen? Leider ist es in Europa, in ganz Europa ist der Beruf am Aussterben. Und wir sind jetzt in Deutschland die Letzten, die diese Qualität herstellen können. Wir sind sehr froh, dass wir Sie heute Abend kennengelernt haben und dass wir Sie mit Ihrer besonderen Fähigkeit hier bei uns zu Gast hatten. Herzlichen Dank und wir gratulieren Ihnen zu 1.000 Euro. Hat großen Spaß gemacht und weiter viel Erfolg, dass Sie es noch viele Jahre machen können. Heide Steyer, meine Damen und Herren. Unlösbar. Unlösbar. Keine Chance? Keine Chance? Keine Chance, meint ein Großteil unseres Publikums. Bernhard beginnt und der Hinweis an euch ist, Jürgen hatte den größten. Das ist nicht der Größte.
So, Bernhard, 45 Sekunden hast du Zeit, deine Fragen loszuwerden, was du immer schon mal von Jürgen wissen Niemand wolltest. Niemand beneidet dich im Moment. Die Zeit läuft. Hallo Jürgen, ich grüße dich im Namen des gesamten Teams. Ja. Handelt es sich um ein einmaliges Ereignis? Ja. So eine Art Event, wo sich mehrere Leute verglichen haben und du warst oder hattest der, die das Größte. So. Handelt es sich bei dem Größten um einen Teil deines Körpers? Gut, da bin ich sehr beruhigt, dann brauche ich nicht weiterfragen. Geht es um einen Gegenstand, den du hattest? Also sowas wie... Nein. Du hattest den Größten, aber es ist kein Gegenstand. Dann handelt es sich um eine Emotion. Du hattest den größten Mut, den größten was Ähnliches. Sowas in der Art? Nein. Ich dachte, da hast du die größten Teile. Hat die ersten 200 Euro. Ja. Wer ist im Beruf? Hatte es was mit dem Beruf zu tun? Ja. Teils. Teils heißt auch, ja, mit dem, ja. Auch mit dem Hobby? Ja, teils. Ja. Halbe. Hat es was mit Technik zu tun? Auch. Wie auch? Aber, nicht in dem, aber ich glaube nicht in dem Sinne, was er meint. Nein. Okay. Ja. Hat es was mit Frauen zu tun? Nein. Also das gesuchte Ereignis, nein. Könnt ihr euch mal einigen? Ich weiß, warum er ja sagen will, aber ich weiß auch, warum wir nein sagen müssen. Ist es unauslöschlich in Ihrer Erinnerung geblieben, dass Sie den Größten hatten? Ja. Bedauern Sie, dass es nicht mehr so ist? Ja, kann man sagen, ja. Kann man ja sagen. Ja. Stefan, du machst das schon. Ja. Also der, die das, dieses Etwas, das gibt es nicht zu kaufen. Nein. Gibt es es zu erlernen? Oh. Auch nicht. Nee, nicht in, ja, nicht in dem Sinne. Man kann es oder man kann es nicht? Nein. Sie können etwas, was wir vielleicht nicht können. Also du nicht. Ja. Also es ist nicht an ihrem Körper und ich hab's nicht. Wir waren ja schon bei einem einmaligen Ereignis. Ein einmaliges Ereignis. Oh Gott, man hat sie wieder weggenommen. Der Arme. Nein, der Druck baut sich auf, ich höre die Musik. Ja. Also Jürgen kann mit Druck umgehen, ne? So, Jörg ist dran. Ich muss noch mal resetten. Ihr habt mir gar nicht geholfen. Ja, das ist aber das war auch nicht unsere Absicht. Ach so, ja. Es ist ein Beruf, es ist Hobby, beides ist es. Das habe ich schon mitbekommen. Mhm. Ich fange mal an mit Ihrem Äußeren ein bisschen an. Hat es was möglicherweise mit Ihrer Nase, also mit Boxen zu tun? Sind Sie Boxer? Wow. Ja. Was heißt denn jetzt, hatte den Größten? Also, dass euch das entgangen ist. Die Nase sieht man, das muss man. Aber was ist denn die Größte? Vielleicht ist der Größte jemand anderes. Eine Person. Vielleicht haben Sie geboxt gegen eine große Person, den Größten. Vielleicht haben Sie Mike Tyson im Knast den Fressnapf geklaut. Nein. Ali was ist denn, wer ist noch? Mike Tyson? Muhammad Ali. Haben Sie gegen Muhammad Ali gekämpft? Das ist richtig! Ich an deiner Stelle hätte es ja nicht erraten. Gehen Sie ruhig rüber. Ja. Ich lasse jetzt mal die Hand drücken. Ja, die Nummer so. Überlangt. Ja, wahrscheinlich hat er noch einen Schraubstock jetzt hier. Alles klar. Alles klar. So, das ist Jürgen Plien, 72 Jahre alt, aus Hamburg, der 7 Runden gegen Muhammad Ali, the greatest, im Ring gestanden hat. Wann war das? In welchem Jahr? Das war 71 in Zürich, in der Schweiz. Ja. Wahnsinn. Das ist ein deswegen auch natürlich ein unvergessliches Ereignis. Ja. Ein einmaliges Ereignis. Ja, und vielleicht schauen wir noch mal auf ein paar wirklich spektakuläre Bilder. Es ist der Kampf seines Lebens gegen Boxlegende Muhammad Ali. 1971 bereitet sich Jürgen Plien auf den Fight vor.
stand vor dem größten Kampf meines Lebens. Da war schon Action drin, da war schon Adrenalin pur. Der Hamburger soll für Ali eigentlich nur ein Aufbaugegner sein. Der nimmt den Außenseiter nicht so ernst, schreibt lieber Autogramme. Doch Blin will den klaren Favoriten überraschen. Seine Taktik? Angriff ist die beste Verteidigung, mit der Einstellung bin ich in den Ring gegangen. Die Sensation. Statt direkt K.O. zu gehen, kämpft er wie ein Löwe. Auch Weggefährten sind sprachlos. Ali war sicher überrascht, dass ihn überhaupt einer angreift. 7 Runden lang hält der krasse Außenseiter durch. Dann kommt es doch zum Knockout. Das war eine Riesensache, das ist ganz klar. Der Ali war eine Ikone. Auch wenn man verliert, die Niederlage, das ist unvergesslich, oder? Einen solchen Kampf zu bestreiten, das ist eine einmalige Chance. Und die hat Jürgen Blin genutzt. Mit einer unglaublichen Leistung kämpft er sich in die Geschichtsbücher. Eine echte Ikone hier im Norden, in ganz Deutschland. Erfind. Wir hören ja heute immer diese unglaublich hohen Summen, die die Boxer bei solchen Kämpfen dann ja auch bekommen. Wie viel haben Sie damals bekommen? Ja, damals war es noch nicht so weit. Damals war noch wenig Fernsehen dabei. Ich habe 180.000 D-Mark habe ich bekommen. 180.000? Aber für die damalige Zeit war das schon ordentlich Geld. War auch schon viel Geld, ja klar. Ja. Da geht ja noch viel von runter. Der Manager kriegt 15%, ja. Der Trainer kriegt 10%. Aber trotzdem, das war schon okay. Und dann kamen die Frauen, die schnellen Autos und dann war... Nein. Frauen und schnelle Autos. Ich bin solide geblieben. Das ist gut. Ja. Aber Sportler dabei. Ja. Und sagen Sie, gab es denn während des Kampfes irgendwie mal einen Moment, eine Situation, wo Sie gedacht haben, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich eine Chance, hier auch als Sieger den Ring zu verlassen? Eigentlich nicht. Der Ali war größer wie ich, der war 20 Kilo schwerer wie ich, der war boxerisch besser wie ich, also da war kaum was zu machen. Sind Sie heute noch Boxfan? Ich bin noch voll da drin im Boxen. Ich bin selbst noch aktiv. Ich bin hier die Jugend noch. Ja. Ich mache aber wirklich. Ich bin im Verein und bei Boxout und so weiter. Ja. Ich habe meinen Enkel, der boxt auch jetzt. Also ich bin noch fix aktiv. Ich bin noch zweimal die Woche am Laufen, 10 Kilometer. Jogge ich weg. Falls ihr mal ein bisschen Ansporn braucht, ich glaube, bei Jürgen Blin wärt ihr richtig. Ja. Und ich glaube, Jörg, ihr beide seid ja nachher noch draußen verabredet. Auf jeden Fall. Aber es sind doch 600 Euro geworden. Ja. Eine wunderbare, tolle, unglaubliche Geschichte. Ich sage vielen Dank für den Besuch. Alles Gute und vor allem gute Gesundheit. Ja. Jürgen Blin aus Hamburg. Herzlich willkommen, Gitti Rauch. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Gitti, wo kommst du hin? Vom Tegernsee. Aus Bayern? Aus Bayern. Ja, Tegernsee aus Bayern. Oh, wie schön. Ja. Spielen Sie Eishockey? Nein, der Tegernsee friert auch nur selten zu. Genau. Ja. Und Gitti hat eine ganz wunderbare Geschichte mitgebracht. Eine wirklich verrückte Geschichte. Und für Sie, meine Damen und Herren, hier kommt sie. Keine Chance. Mensch, Gitti. Hallo. Und freust du dich schon auf die 1.000 Euro? Ja. Schon? Okay. Gut, dann kommen wir zum Spiel. Hier ist der Hinweis für euch. Ja. Als die Post abging, war Gitti einsam. Bernhard und Hubertus denken gerade, mein Gott, ein Glück müssen wir nicht anfangen. Ja? Und Stefanie guckt mich an, oh Gott, ich muss anfangen. Stefanie, du bist die Erste, die fragen darf. 45 Sekunden, deine Zeit läuft. Die Männer neben mir möchten wissen, ob es etwas Frivoles ist. Nein. Ist etwas in die Luft gegangen? Explodiert? Nein. Zum Glück nicht. Hat es was mit Briefen zu tun? Mit Briefen? Nein. Nein. Also es ist einfach nur eine gute Stimmung gewesen. Nein. Nein. Sicher nicht. Als die Post abging, war Gitti einsam. Sie waren irgendwo ganz allein? Plötzlich? Ja. Haben Sie sich verirrt? Nein. Auf dem Postamt. Auf dem Postamt, zwischen den ganzen Paketen, genau. War eine Party? Nein.
Ist die Post abgehen? Hat das überhaupt was mit Post? Das nichts zu tun. Das legen wir jetzt mal. Ist so, ne? Mit Post nichts zu tun? Gut. Nein. Also richtig weit gekommen. Hat mit Post zu tun. Post. Also. Ja, also. Ich habe irgendwas gelesen jetzt. Ja. Deine Zeit läuft. Gehe ich recht in der Annahme, dass wir über ein einmaliges Erlebnis sprechen? Ja. Das war nicht geplant? Nein. Es hat was mit Post, aber nicht mit Briefen zu tun? Ja. Mit Paketen? Ja. Als die Post abging, war... Oh, du warst möglicherweise in einem Paket drin. Nein. Nein. Das war mein, hätte ich auch gedacht. Das hast du gedacht. Ja, habe ich gedacht. Gut, dass du das gesagt hast. Also, es ging ein Paket weg und das machte dich einsam. Ah, da war etwas drin, was eigentlich dir gehörte. Das ist verschickt worden. Ja. Oh, was kann er sagen? Dein Mann. Nein. Dein Kind. Nein. Dein Schlüssel, dein Auto, ich habe keine Ahnung. Als die Post, du hast was, wolltest du das verschicken? Nein. Das ist durch Zufall da reingekommen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Bitte. Die nächsten 200, 400 Euro sind es zusammen. Also ein Paket. Oh, Bernhard. Was ist? Ja, ist jetzt quasi wie ein Elfmeter ohne Torwart. Also ein das Paket ist weg, da war etwas versehentlich drin und danach warst du alleine. War es ein Tier? Ja. Ist ein Hamster, ein Haustier da drin gewesen? Ein Haustier drin gewesen? Ja. Deine Katze? Ja. Deine Katze? Das ist wirklich eine ganz verrückte Geschichte, die da passiert ist. Ja. Denn Gitti hat ihre Katze ja nicht selber verschickt, ja, sondern es war aus Versehen die Nachbarin. Oh Gott. Ja. Mit dieser Überraschung hatte wohl keiner gerechnet. Der Postbote hatte mit Sicherheit den Schreck seines Lebens bekommen. Aber der Reihe nach. Es ist Juli 2008. Im beschaulichen Oberbayern lebt Gitti Rauch seit Jahren mit Janosch zusammen. Ein Kater und Dickkopf. Mein Kater Janosch, der war schon immer neugierig. Treppen auf, Treppen runter, Balkon aussehen. Vielleicht manchmal ein bisschen zu neugierig. Und diese Neugierde wird der schwarzen Samtpfote zum Verhängnis. Denn gleichzeitig packt im Treppenhaus Nachbarin Manuela ein Paket. Für Janosch ein gemütliches Nest. So gemütlich, dass Manuela weiterpackt, obwohl Janosch noch drin liegt. Und irgendwann das Paket mit der unbemerkten Fracht verschlossen wird. Als ich die Kiste zugemacht habe, habe ich gar nichts gemerkt. Der hat da drin anscheinend geschlafen. Unglaublich. Auch bei der Post bemerkt niemand den blinden Passagier im Paket. Jana scheint ein echter Tiefschläfer zu sein, bei so viel Trubel um ihn herum. Vom Bayerischen Valais reist Janosch so über 700 Kilometer, 2 Tage lang bis ins westfälische Dorsten. Dort bemerkt der Postbote beim Ausliefern den Kater und öffnet das Paket. In Bayern ist Gitti völlig überrascht. Ja, aber froh war ich. Kurze Zeit später nimmt sie ihren Streuner wieder in Empfang. Wir waren überhaupt nicht sauer auf die Nachbarin. Und Janosch hat es auch nicht so viel ausgemacht, denn er hat ja schließlich eine Reise durch Deutschland machen dürfen. Ein Kater unterwegs durch Deutschland und keiner hat's bemerkt. Das schafft wirklich nur Janosch. Für mich die beiden entscheidenden Fragen. Einmal, Janosch hat das ganz gut überstanden. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wenn Sie heute zur Post gehen und der Briefträger kommt, sehen Sie den mit anderen Augen? Haben Sie ein bisschen anderes Gefühl oder andere Verbindung heute zur Post? Oder schütteln Sie, wenn Sie ein Paket kriegen? Erstmal? Schauen wir erst mal, dass es nicht wackelt von allein. Ja. Verschickt nur noch Briefe. Ja. Also wir freuen uns sehr. Eine unglaubliche Geschichte. Und Bernhard Hoeger konnte in diesem Falle abstauben. Jörg hat wunderbar vorgearbeitet. Aber es sind trotzdem 400 Euro geworden. Super, liebe Gitti, danke dir für den Besuch. Danke. Alles Gute. Gleichfalls. Ja, und das ist der Applaus und das sind die 400 Euro. Jan Vincent. Ja. Möchtest du noch einen Hinweis? Ah, bitte. Ja, Entschuldigung. Ja, den brauche ich nicht. Ja. Bitte, aber. Achtung, meine Damen und Herren, für Sie. Jan Vincents.
kann sich keine Durchhänger erlauben. Ja, schwierig, schwierig. Sie haben Spaß, oder? Schlagen Sie sich ruhig nochmal auf die Schenkel. Deswegen nennt man sowas Schenkelklopfer. Also das muss was unter der Gürtellinie sein. Ja, klär das direkt ab. Klär das direkt ab. Geht vor die Tür. Jörg, deine Zeit läuft. Kennst du Therese Orlowski näher? Nein. Machst du das beruflich? Ja. Das heißt, du hast es richtig gelernt? Ja. Könnte ich das auch lernen? Ja. Was, ja oder nein? Ja, ich denke schon, das kannst du, doch. Wäre ich in dem Beruf gut? Ja. Das muss ja was Ordinäres sein. Wenn Sie so lachen, muss das was ja ganz Versautes sein. Jörg, deine Zeit läuft. Genau. Gibst du anderen Menschen Freude. Von dir, also Freude? Ja. Ich weiß, was er macht. Ja. Aber ich gönn's euch. Ja. Es geht weiter. Ich zeig mir die Bilder an, so cool, die ich im Kopf hab. Jan Vinzenz. Bernhard. Okay, Jan Vinzenz, ich frage es einfach ganz klar direkt heraus. Hat es etwas mit deinem Penis zu tun? Ja. Wieso hat er nicht Nein gesagt? Okay, du hast beruflich mit deinem Penis zu tun. Ja. Okay, bist du Penismodel für... Okay, wird dein Penis medizinisch benutzt? Nein. Wird der künstlerisch benutzt, also in Film, nein, Funk und Fernsehen? Eine Frage. Im Film nicht? Bist du Aktmodel? Wird er gemalt? Nein. Bringst du Leute etwas bei? Unterstützt du sie so Kamasutra-Technik-mäßig? Ja. Bist du Penisnutzlehrer? Penisnutzlehrer? Also wie Leuten beibringen, wie man seinen Penis benutzt? Nein. Schade, weil sonst hätte ich mir deine Nummer geben lassen. Hubertus, mach schnell, Stefanie kann es nicht erwarten, dran zu kommen. Also, wirst du von einer Krankenkasse bezahlt? Nein. Wirst du von, kann ich zu dir kommen und diese Leistung in Anspruch nehmen? Ja. Muss ich dazu Privatpatient sein? Nein. Muss ich einen Kinderwunsch haben? Nein. Muss ich geschlechtskrank sein? Nein. Muss ich homosexuell sein? Nein. Warum zögern Sie? Ja, du hast gesagt, muss ich homosexuell sein? Nein. Aber hilft es, wenn ich homosexuell bin? Ja. Sind Sie, es ist egal. Es ist egal, ja. Ist Ihnen fast peinlich, Herr? Nein. Es ist egal. Es ist egal. Also auch wenn ich Frauen liebe, kann ich zu Ihnen kommen und bin danach sexuell erfüllt? Ja, auf jeden Fall. Stefanie. Läuft die Zeit? Wenn jemand dann, wenn jemand dann du. Ja, ich finde also, auch, jetzt, wenn es in diesen 45 Sekunden jetzt nicht erraten wird, bin ich wirklich ist enttäuscht. Ist dein bestes Stück ein Musterexemplar, um davon einen Gipsabdruck zu nehmen, um vielleicht einen Gegenstand zur Befriedigung herzustellen? Nein. Jetzt weiß ich nichts mehr. Kondom. Tester, der Teufel Kondom. Bist du Kondomtester? Das ist richtig, das ist die Lösung. Ja, aber jetzt interessiert mich mal. Du testest das und stellst fest, oh sorry, ist undicht. Und du testest das so gut für Männer. Moment, das heißt, ich schick dir, wenn was nicht funktioniert hat? Keine Erregung. Also, jetzt mal ganz ruhig. Ich muss diese Bilder verarbeiten. Boah, ich weiß, dass es bei euch bei diesem Thema immer mit euch durchgeht, aber er ist also ganz offiziell... Genau, ich bin Kondomberater. Ich teste Kondome. Und zwar, Kondome müssen passen
damit sie Spaß machen, damit sie sicher sitzen und damit man einen schönen Tragekomfort hat. Und mit diesem Thema beschäftige ich mich. Okay, aber Sie sind eigentlich im Dienste der Gesundheit unterwegs. Ja, genau, im Dienste der Gesundheit. Also ich arbeite auch mit Pro Familia zusammen und mache Sexualaufklärung in Schulklassen und führe Jugendliche an Kondome heran, auf spielerische Art auch, dass die Spaß mit Kondomen haben. Vielen Dank, Jan Vinzenz. Eine unglaubliche Geschichte. 600 Euro. Herzlich willkommen. Gerne helfen aus Freiberg. Hallo. Alle gucken ganz genau, versuchen schon aus irgendwelchen Äußerlichkeiten irgendetwas abzuleiten. Hier ist die Geschichte von Werner. Eine sehr besondere und unglaubliche. Keine Reaktion. Doch, das ist eher so ein keine Reaktion. Also, Hinweis an euch. Jörg beginnt. Oh. Werner mag nicht, was hinter seinem Rücken passiert. Ja, wer mag das schon? Okay. Jörg, 45 Sekunden, los geht's. Werner, hat es mit Ihrem Beruf zu tun? Ja. Ja. Hinter Ihrem Rücken? Oh. Im richtig gemeinten Sinne, das, was hinter Ihnen stattfindet, wenn Sie arbeiten? Nein. Nein. Eigentlich nicht, nein. Okay, dann wollen wir über den Beruf mal kommen. Ist es ein ganz normaler, zu erlernender Beruf? Nein. Normal zu erlernen nicht. Nein. Gibt es davon viele, die diesen Beruf in Deutschland ausüben? Ja, was sind viele? Ja, aber also gibt es das in jeder Stadt? Ja. Gut. Aha, das ist ja kaum zu glauben. Gut, einen Beruf, den man ausüben kann. Ist es ein Handwerk? Nee. Ist es eine Dienstleistung? Eine Dienstleistung. Ja, kein Handwerk. Eine Dienstleistung. Schau doch mal rum. Ich kann das auch hier hinten hinpacken. Dann schalt es mal fest. Ja, genau. Dienstleistung. So. Ich möchte mal darauf eingehen, was heißt hinter seinem Rücken passiert. Geht es optisch um das, was hinter Ihnen passiert? Das haben die etwas mit Spiegeln zu tun oder Kameras, die zeigen, was hinter einem ist? Ihr solltet nicht so viele Fragen Spiegel, in eine packen. Hat es was mit Spiegeln zu tun? Nein, nein. Mit Kameras? Ja. 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 Und die zeigen Dinge, die hinter mir sind? Ja. Handelt es sich bei, aber es, wir wollen den Beruf oder diese, das, was Sie regelmäßig machen, herausfinden. Es geht nicht... Was passiert ist im was? Zusammenhang mit dem Beruf? Also es gibt ein einmaliges Ereignis im Zusammenhang. Ja. Rückwärts. Das heißt, sind Sie Auto gefahren und haben eine Rückfahrkamera? Nein. Damit. Sind Sie rückwärts gelaufen mit einer Kamera? Nein. Ist irgendwas mit der Kamera gewesen? Sie haben hinter Ihnen etwas gesehen in der Kamera und das ist Teil der Geschichte. Nein. Ja, jein, jein. Schwierig zu erklären. Ja. Aber es ging am ehesten in die Richtung. Am ehesten in die... Wir müssen mehr zum Job. Hat Ihr Beruf was mit Sicherheitstechnik zu tun? Ja. Mit Diebstahlschutz, Einbruchschutz, nee. Werksschutz? Nein. Auch nicht. Sind Sie im kreativen Bereich von Kameras tätig? Sind Sie Filmer? Nein, Filmer nicht. Kameras heißt Fotokamera? Nein. Kamera heißt Filmkamera? Ja. Ist zufällig auf einem Filmbild etwas gewesen, was ein Kontakt, was unglaublich war für Sie? Ja. Oh. Ein Mensch, den Sie gut kennen? Nein. Aber sehr gute Fragerunde, 600 Euro. Und Stefanie. Das, was passiert ist, hat also nichts mit Menschen zu tun, nur um das nochmal zu wiederholen. Doch. Ja. Es ist was Gefährliches passiert? Ja. Ist jemand dabei verletzt worden? Nein. Sie sind, gut. Ist jemand wo runtergefallen? Nö. Wo auch nicht hingefallen? Nein. Nicht gezogen und ist etwas auf ihn raufgefallen? Nein. War es... Also ist aus Versehen passiert? Ja. Hoffen wir. Ja. Und einmal. Was ist passiert? Und
Es ist niemand verletzt worden. Und im Zusammenhang mit Kameras, ne? Das war. Das wurde halt dann aufgezeichnet. Ja. Ja. Ich gebe zu, es ist schwer zu erraten. Ja, eben weil es so eine unglaubliche Geschichte ist. Aber Sie werden gleich einen Riesenspaß haben, weil wir zeigen es Ihnen ja gleich, was passiert ist, meine Damen und Herren. Es ist wirklich verrückt. Jetzt könnt ihr euch noch einmal beraten. Ist was passiert. Ja, also ich habe sowas im Bild im Kopf. Er ist gefahren und dann saß ein Tier hinten drauf oder irgendwie sowas. Oder er ist rückwärts gefahren und hat irgendwas umgefahren. Und man sieht doch das Gesicht, wie es in der Kamera verschwindet. Es hat nichts mit der Kamera vom Auto zu tun. Es hat nichts an der. Es muss eine andere Kamera sein. So, Bernhard, dein Tipp. Beim Rückwärtsfahren hat er... ist er versehentlich auf einen Poller gekommen und man kann in der Kamera, in einer Überwachungskamera sehen, wie der hochfahrende Poller den Wagen mit so richtig Schmackes in die Walachei brettert. Nein. So war es nicht. Nein. Nein. Sie haben in einem U-Bahn-Schacht gestanden. Es gibt ja diese Überwachungskameras und manchmal kann man sich so hinstellen, dass man auch in der Kamera steht und Sie haben gesehen, dass von hinten vielleicht jemand begonnen hat, weil er betrunken war, sie fast Richtung U-Bahn zu schubsen. Und da sie in den Bildschirm geguckt haben, konnten sie noch letzte Sekunde zur Seite gehen. Kannst du in seinem Gesicht lesen? Er fährt in die U-Bahn. Ja, genau. Wir haben in Freiburg keine U-Bahn. Wollte ich gerade sagen, ja. So, was denkst du? Ich glaube, Sie haben irgendwas hinter Ihrem Rücken gesehen. Sie haben gesehen, wie plötzlich Ihr Auto... In die Bandscheibe fuhr. In die Bandscheibe. Wie jemand anderes etwas mit irgendetwas von Ihnen getan hat. Das kann Ihre Frau sein. Auto ist es ja anscheinend nicht. Nein. Nein. Nee, ganz klar ist nein. Nee. Sie wollten Ihrer Liebsten in die Kamera sagen, wie sehr Sie sie lieben, haben hinterher sich das Band angeguckt und hinter Ihrem Rücken hat Ihre Frau, damals noch Frau, heute geschiedene Frau, Ihren Nachbarn geküsst. Darf ich das jemand fragen? Jetzt sagen Sie nicht, dass das stimmt. War es so? Nein. Dann weiß ich es leider auch nicht, Werner. Nein, nein, nein. Und damit sagen wir erstmal herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro an deine Helfer. Ich will gar nicht viel reden, weil ich möchte es euch zeigen. Ich möchte euch nur ganz kurz darauf vorbereiten, also sozusagen erklären, wie das Setup war. Werner stand vor der Kamera und moderierte einen Beitrag über Verkehrssicherheit. Ach, das habe ich gesehen. Und das kannst du in Dresden. Und während er das tat, passierte Folgendes. Schauen Sie mal. Dieser Mann ist auf der Jagd nach der besten Geschichte. Der rasende Reporter Werner Helfen vom sächsischen Regionalsender F3. Ein Vollprofi. Also im Prinzip habe ich schon ein gutes Gefühl für Geschichten und das Timing klappt meistens auch. Das Timing klappte tatsächlich und dass Timing keine Stadt in China ist, das weiß keiner besser als Werner. Aber beginnen wir von vorne. Es ist der 4. Februar 2014. Werner ist eigentlich Fahrlehrer in Freiberg. Doch der Hobbyreporter will in seiner Autorubrik über die gefährliche Verkehrskreuzung hinter ihm berichten. Wie wir jetzt im Hintergrund sehen, muss der aus der Heinrich-Heine-Straße kommende Autofahrer relativ weit vorfahren, um zu sehen. Moment, noch einmal bitte. Relativ weit vorfahren, um zu sehen. Dann tat es plötzlich Schlag hinter mir und ich habe nach hinten geschaut und gesehen, was passiert ist. Ein Volltreffer und eine Sternstunde für den Reporter, die er ganz gelassen weiter kommentiert. Es war gut, dass keiner sich verletzt hat und dadurch, dass sich alle drei Personen, die dort beteiligt waren, quasi bewegt haben, gab es für mich keinen Grund, dort großartig einzugreifen. Wie ein Lauffeuer geht sein Video um die Welt. Plötzlich wollen alle wissen, wer ist der Mann in diesem grünen Pulli? Damit ging Schlaf auf Schlaf. Also die Bildzeitung war sofort da, auch Radio war da und viele andere Sender auch. Ich bin mittlerweile auch der einzige Fahrlehrer in Deutschland, der wahrscheinlich eine Autogrammkarte hat. Mit Reporterglück berühmt werden. Inzwischen ist die Unfallkreuzung bei Insidern sogar nach Werner benannt. Der nächste Coup ist schon geplant, weil Regionalfernsehen ist dann aus und moderieren. Bei kaum zu glauben, das ist das Ding für mich. Herzlichen Dank für den Besuch. Und ich sage natürlich auch unserem Rateteam, danke für eure unglaublichen Beiträge auch heute Abend wieder hier bei kaum zu glauben.
zu glauben. Danke, Herrn Bernhard Röcker. Dankeschön. Danke an Herrn Hubertus Meyer-Burkhardt, an Frau Stefanie Stumpf und an Herrn Jörg Pilawa. Tschüss.